So Leute, wir kommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Legend. Jetzt wollte ich schon Zephyrs Templar sagen. Wir krachen gleich. Ja, also schon besser. Cool. Und wir krachen. Hey, alles da. Vorsicht ist mein zweiter Vorname. Freut mich übrigens, dass du jetzt auch glaubst, ich könnte was sagen. Machen wir das jetzt am Blödsinn kaputt. Also erst einmal, wir... muss man doch irgendwie öffnen können. Vielleicht ganz mal runter. Ganz runter. Aha! Hupsi! Tja, ich glaube, da haben wir jetzt einiges noch kaputt gemacht. Glaube ich. Ja, da haben wir einiges kaputt gemacht. Aber ich schaue lieber jetzt noch schnell, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Schaut aber, da das nicht der Fall ist, können wir uns da jetzt problemlos da durchschlagen. Und noch eine Wand zerdrücken, Leute. So, einmal bitte. Was? Meine... Ich wollte es lieber langsam angehen lassen. Das hättest du dem Gabelstapler sagen sollen. Eine wunderbare Idee, Zip. Das hätte tatsächlich mal den Gabelstapler sagen können. Da war übrigens ein Bronzeling aus der Ecke. Ich habe ihn schon gesehen und gefunden. Habt ihr ihn gesehen? Schreibt es mir in die Kommentare. So, einmal hopp. Oh, scheiße! Kletter, du blöde Kuh! Ich vergaß. Bitte, Alistair. Ich muss mich konzentrieren. Ja, beruhige dich, Alistair. Sonst darfst du nicht mehr bei mir vorne sitzen. Jungs, sehr witzig. Im Gegensatz zu euch hockt ihr in einem warmen Lieferwagen, während ich 5 Kilometer hier unten hänge und mich aus einem schlag mich tot tiefen Fall stürze. Wenn ihr zwar euch mit Chips und Bier was reinzieht und mir dauernd auf den und mir dauernd über die Schulter guckt. Also wer hat's hier leichter, ich oder ihr? Nein! Ein Glück, dass da ein Kontrollpunkt war. Ich wäre ausgeflippt. Gut, manche Leute auch an meiner Stelle, aber... Hallo? Greifst du mal bitte nach dem Seil oder muss ich dich da extra darum bitten? Und es fängt wieder gut an. So, weiter geht's. Aber es ist komisch, jetzt mal zerfällt was. Jetzt hat sie einmal danach gegriffen und... Jetzt hat sie schon danach extra gegriffen. Und jetzt war der Schwung zu klein. Mädchen, tu doch einmal bitte, was man sagt. Manchmal liebe ich Lara, aber manchmal hasse ich sie auch. Und das ist eine dieser Hassmomente. Leute, seid mal... Ich sag jetzt nichts. Ich sag jetzt nichts. Der Part ist super, Leute. Schon keine Ahnung, schlag mich tot, wie oft gestorben in den ersten 5 Minuten. Weil die Frau Croft zu dumm ist. Moment einmal, muss ich so lang? Ist meine Frage jetzt. Ja, so lang geht's nur noch. Ich versuche gleich was anderes, indem ich Lara mit einem Hechtsprung da unten setze und ich mich darüber lustig mache, welche Benotungen von der Preisrichter nur ich hier im anwesenden Raum bin. Krieg, eine Drolf nämlich, oder eine Sief. So, jetzt müsste es eigentlich klappen. Und
zerfällt wieder was. Ich hätte lieber meinen Mund halten sollen. Ich auch. Auch. Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt reden dürft. Stimmt, Sippy. So, 3. Leute, was kommt nach 3? 1 und was kommt vor 3? 1 und 2. Aber 1 und 2 werden wir woanders finden müssen, leider. Die finden wir hier nicht, weil das 1-2-3-System bergt nämlich den Goldschatz. So. Da scheint irgendwo Öl ins Wasser zu tropfen. Wer weiß, wie lange es schon brennt. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert hat. Ich antworte dir, Alistair, so aus reiner archäologischen Sicht. Nein, glaube ich nicht. Ich sollte aufhören, Wortreime zu machen. Ta-ta-ta-tam. Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Die schönen Stiefel. Das waren nicht nur die Stiefel, das war sogar mein Arsch. Das Problem lösen wir schnell. So Leute, nennt mich einen Feigling, aber ich will nicht ewig und 3 Tage am Feuer rumhocken. Nimm mir das Kistchen lieber mit. Wer weiß, für was brauchen wir noch so ein lustiges Kistlein. Außer für eine Rückkehr ohne Wiederkommen. Das hoffen wir alle. Ich habe keinen Bock, da extra jetzt nach England hinzufahren und Laras Einzelteile auseinander zu suchen. Da habe ich am wenigsten Bock. Wer tut denn freiwillig mir helfen, den Lara Crofts Einzelteile aus einem Müllhexer zu holen? Finger bitte nach oben, Leute. Sehe ich da einen Freiwilligen? Sehe ich da 2? Da haben wir 2. Ich muss das auf der anderen Seite erst ausschalten. Was ich da gerade mache, ganz easy going. Man hat vorher die Tür mit der Nummer 3 gesehen. Und jetzt holen wir uns die anderen beiden Türen. Die sind hier sozusagen kritisch versteckt. Kritisch versteckt heißt bei mir, die sind hier oben hinter dem Müllhäcksler. Und da ist noch was Silbernes. Wie schaut es eigentlich aus mit Silber? 3 von 5 passt. So, einmal Kuh bitte. Natürlich gibt es auch eine einfache Art und Lösung. Aber ich mach's mir lieber spontan und unbequem. Das sieht ihr 1. Wir haben 1 gedrückt, Leute. Nach der 1 kommt die 12 oder die 7. Schreibt's mir doch mal in die Karte, ob 12 oder 7 als nächstes kommt.
Faszinierend eigentlich. Wenn man mal überlegt, so Kettenfallen, wie sie jetzt benutzt werden, dass die ja nicht stumpf werden, wenn die so aufeinander prallen. Dass die niemals stumpf werden. Diese Dosenöffner-Dinger. Das ist eigentlich schon erstaunlich. Dass die niemals stumpf werden. Ich glaube, in England, meine Freunde, werden wir noch länger als ein paar Minuten haben. In England werden wir noch sehr viel Zeit verbringen, Leute. Weil England noch ein bisschen groß ist. Es ist zwar nicht so groß, es wird wahrscheinlich ein bisschen größer als Ghana sein, tippe ich jetzt. Aber in England wird noch einiges auf uns zukommen. Also hier schnell wie in Japan durchrauschen. Mit zwei kurzen Leveln glaube ich nicht. Denn England ist schon eins der größeren Sorten. England ist schon einer der größeren Dinger. Weil wir sind jetzt so roundabout, glaube ich, gerade im zweiten Part von England. Und ja, auch wenn es trotzdem ganz fix geht, aller Anschein, dauert es noch ein bisschen, bis wir am Ende sind. Da wäre ich einfach so runtergekommen. Ach, shit happens. Hätte mir der eine ersparen können. Ich muss einen anderen Weg finden. Andererseits hätte ich euch Jungs gern schreien gehört. So. Hätt's jetzt mir ein Salto gemacht, wäre alles super duper gelaufen. Aber nein, die feine Frau Croft muss ja keine Salto machen. So, da wird noch was auf die zukommen. Ich höre Wasser plätschern. Das muss man auch den Entwicklern machen. Das haben sie zum Beispiel sauger hingemacht. Leute, ich glaube, das diskutieren Alistair und Sip im nächsten Part aus, während wir uns dabei überlegen, wie wir auf die andere Seite der Geschichte kommen. Also, Wiederschauen, reingehauen, Servus!